Die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und das AMS Niederösterreich präsentierten dieser Tage ihre Bilanz und informierten gemeinsam über sozialpartnerschaftliche Ausbildungs- sowie Lehrlingsaktivitäten, die zur Zufriedenheit aller für großen Erfolg sorgen. In Niederösterreich bestens funktionierende Sozialpartnerschaft hat im Lehrlings- und Berufsausbildungsbereich richtungsweisende Initiativen für ganz Österreich gesetzt, die nun Früchte tragen. Wir sind ausgesprochen zufrieden. Wir haben in Niederösterreich den stärksten Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit. Wir sind im Bestand an Jugendarbeitslosigkeit so niedrig wie zuletzt im Jahr 2001. Also wir können eine sehr, sehr positive Bilanz des niederösterreichischen Jugendarbeitslosigkeitsjahres 2019 ziehen. Und dahinter stecken ganz stark gemeinsame Bemühungen vom Land, von den Sozialpartnern und von uns vom AMS. Je früher die Jugendlichen mit der Berufswelt in Verbindung kommen, desto eher entscheiden sie sich für eine Lehrausbildung, betonte Präsident Wieser. Unser gemeinsames Bemühen im Bereich Berufsorientierung hat uns jetzt schon 4 Jahre hindurch höhere Lehrlingszahlen gebracht. Und was wirklich in der Gesamtheit ganz wichtig ist, in Niederösterreich haben wir einen Zuwachs von 4,1% und nominal, und das ist ganz wichtig, das sind 55% der gesamten Lehrlinge, die an mehr an Lehranfängen in diesem Jahr, also 2019, begonnen haben. Das heißt, 55% kommen alleine von Niederösterreich. Und die zweite Zahl, die wirklich auch interessant ist, es ist so, dass der Anteil der Lehrlinge in den letzten beiden Jahren an der Gesamtbeschäftigtenzahl in Niederösterreich auch gestiegen ist. Also wir haben hier den doppelten Effekt, was uns freut. Einerseits mehr Lehrlinge in Prozentsätzen, aber auch nominal in ganz Österreich. Und der Anteil der Beschäftigten ist auch im Lehrlingsbereich gestiegen und das freut uns natürlich für Niederösterreich. Uns war immer sehr wichtig die Ausbildung der Jugend, die duale Ausbildung, und unsere jahrelangen Bemühungen zeigen, dass wir die Lehre attraktiv gemacht haben. Man spricht jetzt darüber, man weiß, dass man Fachkräfte braucht und eine Fachkraft beginnt nun einmal ihre Karriere als Lehrling, und die Zahlen belegen eindeutig, dass wir in Niederösterreich sehr erfolgreich sind über Jahre hindurch und die Lehre attraktiv gemacht haben. Es ist für uns wichtig, dass junge Leute, die diese Ausbildung machen, hier wirklich eine hochwertige Ausbildung kommen und dass sie damit erfolgreich vorbereitet sind auf ihr berufliches Leben und in unserer Wirtschaft deshalb unverzichtbare Fachkräfte sind. Die Summe der Aktivitäten macht es aus. Und die Nachhaltigkeit sogar der letzten Jahre, dass es diese Erfolge gibt. Wir ziehen an einen Strang, wenn es darum geht, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut auszubilden, zu motivieren, sie zu unterstützen. Und natürlich gerade in Bezug auf die Jugend haben wir sehr viele Meilensteine gesetzt. Einig sind sich Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und AMS darin, dass aufgrund des immer heftiger werdenden Facharbeiterbedarfs alle am Arbeitsmarkt vorhandenen Potenziale genutzt werden müssten, um möglichst viele Menschen in ein nachhaltiges Beschäftigungsverhältnis zu bringen.